Hallo. Guten Tag, hallo. Ja? Ja, guten Tag. Mein Name ist Marco Nowak. Ich melde mich von der Sparnis-Monitor. Richtig? Ja, wer ist da? Marco Nowak bin ich. Ja? Schützbeste, das ist Herr Reiche. Ja? Ja. Schützbeste, das ist Herr Reiche. Und meines Anrufes da bei Ihnen. In Ihrem Postleitzahlgebiet in Husum ist wegen Ihren Stromanbieter da zu Hause. Falls Sie sich erinnern können, ungefähr vor zwei Jahren haben Sie mit unserer Firma einen Wechsel über. Ja, bitte? Wer ist bei mir zu Hause? Hallo? Bei Ihnen zu Hause, woher weiß ich, wer bei Ihnen zu Hause Sie ist? Haben doch wegen Strom. Strom, ja. Ja, Strom bei Ihnen zu Hause, ja? Ja, was ist damit? Ja, Strom bei Ihnen zu Hause, bei Ihnen. Es geht um Folgendes. Sie haben vor ungefähr zwei Jahren einen Wechsel gemacht mit unserer Firma wegen Nein. Strom, wo Sie natürlicherweise eine Preisgarantie gesichert haben. Und was ich Ihnen anbieten wollte, ist nur eine Preisgarantie für die nächsten zwei Jahre. Das bedeutet, wo Sie weiterhin auch Stabilität hätten, guten Service, einen Ansprechpartner und weiterhin auch zufrieden sind. So, ich mal kurz fragen darf, bei welchen Anbietern sind Sie momentan, bitte? Ja, du sagst, ich habe bei dir gewechselt, dann musst du das doch wissen. Also, was bedeutet das, du? Das ist eine Anrede von Mensch zu Mensch. Also, das bedeutet man Sie. Nee, willst Weil du mir... Wir sind doch nicht seit 10 Jahren Freunde. Ja doch, wir haben doch mal... Bitte. Wir sind doch mal zusammen ausgegangen. Hallo? Also, Stadtwerke Husum, richtig? Stadtwerke Husum, ja. Ja. Sehen Sie? Also wie viel bezahlen Sie da monatlich einen Abschlag, bitte? Kannst du dir bitte anständige Arbeit suchen? Ich habe nie bei euch gewechselt. Kannst du bitte aufhören, Leute am Telefon zu betrügen? Hallo? Bitte? Ja? Ja, ich bin noch da. Ja? Aber ich hab mich so gewundert wegen Ihrer Frage, dass ich also ja so ein Argument gefunden habe. Soll ich mir Notarzt bitte? Anrufen? Soll ich mir Doktor rufen? Also, musst du Doktor haben? Also, ich weiß gar nicht, wo einen Kurs registrieren? Wollen Sie, dass ich Ihnen also einen Kurs registriere, dass Sie auf einmal Deutsch lernen zuerst, weil Sie leben seit vielen Jahren hier? Hast du Probleme mit Ausländern? Die Deutsch sprechen? Hast du warte mal. Natürlich, warte mal. Ich bin selber auf einen Nein, ich bin selber Ausländer. Michalo, hey, wie redest du? Ey, Suka, wie redest du mit meinem Kumpel? Oder bist du Nazi oder was ist dein Problem? Wie redest du mit meinem Kumpel Hitler? Was ist dein Problem? Hast du was gegen Indermann? Was Indermann? Was ist das, ein Indermann? Was hast du für Probleme? Ich komme nicht von Deutschland. Ja, mal. Geh mal zur Schule, lern ordentliche Arbeit, Suka. Der uns immer wieder flasht und uns... Also wissen Sie, dass Sie leben in... Richtig? Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja, wegen diesem Wort, das du gesagt hast, also dass dieses Gespräch wird auch registriert. Ja, und weißt du auch... Ich hoffe, besser ein Anwalt, suchen Sie besser einen Anwalt. Ja, ist gut. Lies deinen Text weiter vor, es wird langweilig. Ich würde das auch persönlich dann vorbeikommen. Ist auch kein Problem. Also ja. Suchen Sie besser einen Anwalt. Willst du vorbeikommen? Willst du Dimitri drohen? Ja. Ich habe Kalaschnikow. Kannst du kommen? Ist kein Problem. Was ist Kalaschnikow? Also für diesen Kalaschnikow gehen Sie bei Syrien oder sonst irgendwo, wo Sie hergekommen sind. Ja. Nicht in Deutschland. Hast du schon mal gehört, dass Russen... Hast du schon mal gehört, dass Russen aus Syrien kommen, Blät? Nein, also gehen Sie, lernen Sie mal ein bisschen Deutsch, weil Sie verstehen auf gar nichts. Ja, das musst du gerade sagen. Du geh mal bei Schule, such dir ordentliche Arbeit und hör auf, Leute anzurufen, wo du gar nicht anrufen darfst, Blät. Ja, fällt dir nichts mehr ein. Hallo? Den Herrn Roland Rohleder möchte ich gerne sprechen. Er ist am Telefon, guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Herr Rohleder. Was ist los da? Es geht darum, wir bieten kostenlose Produkte zur Unterstützung der häuslichen Pflege an. Und da haben Sie mal erlaubt, Sie dazu mal telefonisch zu informieren. Ja, da klar. Da geht heute mal seit um die Pflegehilfsmittel, die Ihnen zustehen, Herr Rohleder, im Wert von 40 Euro Monat für Monat, wenn Sie einen Angehörigen im Haushalt pflegen ja. oder selber gepflegt werden mit einem Pflegegrad. Trifft das zu bei Ihnen? Nee, ich bin gesund soweit. Aber ich kümmere mich halt drum. Werden Sie gepflegt oder pflegen Sie immer mit einem Pflegegrad, Herr Rohleder? Ich pflege selber. Und Sie pflegen einen Angehörigen mit einem Pflegegrad, ob ihn im eigenen Haushalt wohnt, ja? Richtig. Genauso ist das seit geraumer Zeit.
Und die wohnen in der Herbertstraße 102 in Hamburg. Reeperbahn, Reeperbahn. Jawohl, ist bekannt, jawohl. Sag und die Rohleder und die Ange... Und die andere und die Person, die wohnt bei Ihnen im Haushalt oder hat sie einen eigenen Haushalt, die Sie pflegen? Also hier bei mir natürlich. Bei Ihnen, okay. Ja. Ich kann mal Ihnen heute weiterhelfen mit unseren Pflegehilfsmitteln, wie zum Beispiel einmal Handschuhe, Hand- und Flächendesinfektionsmittel, Mundschutz, Bettschutzeinlagen oder die Schutzschürzen zum Duschen. Monat für Monat können Sie die Box, die wir für Sie zusammenstellen, nutzen. Und den Wert der Betrag, die 40 Euro, werden von der Krankenkasse der versicherten Person übernommen. Das ist ja sackenstark. Das spart viel Geld, weil es kostet ja doch alles ein bisschen was, nicht wahr? Das ist richtig, ja. Welcher Pflegegrad wurden der Person, die sie pflegen, zugesprochen? Aber das ist schon ein bisschen her, das Höchste, was es gibt, war das. Das sagt, höher geht nicht mehr. Das muss alles gemacht werden. Die 5 praktisch denn, ja, okay. Und wen pflegen Sie? Ihre Mutti, Ihre Partnerin oder wen pflegen Sie? Na, wie kommen Sie denn darauf? Weiß ich nicht, aber irgendwie müssen sie ja pflegen. Ich frage ja, wer es ist. Ist ja nicht, seit der Operation vor 3 Jahren geht es nicht mehr so gut. Also wen pflegen Sie denn, Herr Rohleder? Der Wotan. Hallo? Also, ja, ich höre Sie, Herr Rohleder. Wen pflegen Sie denn? Ja, Sie sagen, die pflegen einen Ange... Den Wotan. Ein Herrn Wotan? Ja. Und wie ist der Vorname von dem Herrn Wotan? Ja, der heißt einfach nur Wotan. Er muss ja einen Vornamen haben, Herr Jungmann. Also ich habe noch nie einen Hund gehabt, der hat Vor- und Nachname. Er heißt einfach ach, nur ach, Wotan. Ach, ein Hund. Ach, Sie pflegen einen Hund. Es trifft ja nur vier Menschen zu, Herr Ja, können Sie das nicht gleich sagen. Ich habe hier zu arbeiten. Alles klar, dann nehme ich das raus. Nein, es trifft nur für Menschen zu, die einen Pflegegrad haben. Ja, aber der Hund ist auch versichert. Ja, aber nicht, die hat ja keine Krankenkasse über die AK oder wie auch immer, es geht um Angehörigen, wie ein Mensch, ihre Partnerin oder so. Tierarztkostendeckungs- und Haftpflicht habe ich. Ja, darum geht es, das decken wir nicht mit ab den Tieren, das sind bei Menschen, betrifft das, dann nehme ich sie raus, Herr Rohleder. Alles Gute sage ich ja trotzdem und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ja, jetzt haben Sie meinem armen Hund falsche Hoffnung gemacht. Na, ich wusste nicht, dass es um meinen Hund sich handelt. Können Sie sich bei dem Hund bitte entschuldigen? Er heißt Wotan. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Rohleder, und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Sie bleiben schön gesund. Das ist wichtiger. Entschuldigen Sie sich bei meinem Hund, bitte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Rohleder, und alles Gute für Sie. Sag stark, dann halt nicht. Sie sind ja immer noch dran, wollen wir noch weiter sprechen? Na, wie gesagt, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Rohleder. Alles Gute für Sie. Ja. Und auch Ihrem Hund und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, ja? Danke ja, Ihnen. Sag. Danke, tschüss. Können Sie von Ihrer Systemsoftware her nicht selber auflegen? Scheinbar doch. Ich hatte jetzt gehofft, dass Sie das nicht dürfen. Sag. Sommer, guten Morgen. Ich habe jetzt den Dimitri Sommer am Telefon. Ja, ist richtig. Ja, erstmal liebe Grüße nach Berlin und ich wollte mal Danke sagen, denn Sie hatten ja neulich an einem Gewinnspiel teilgenommen und hatten dann Ihr Interesse an unserem Vorteils-Weinpaket mit 20 Euro Rabatt und zwar exklusiven Weingläsern bekundet. Wein ist immer gut. Aha. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für Sie als Dankeschön für die Teilnahme an der Befragung. Ja. Hat unser Kellermeister ein kleines Gute-Laune-Genießer-Paket zusammengestellt. Da sind unsere 9 besten Weine drin. Was ist mit Bademeister? Ich dachte, Sie sind mit Wein. Nee, Kellermeister. Was ist Kellermeister? Das ist der den Wein kreiert. Ja. Ah, ich verstehe. Okay. Das ist der Weinexperte. Ah, okay. Der die Weine macht, ja? Sind Sie das? Bitte? Sind Sie das? Also wir sind ein Weingut in Nackenheim am Rhein, das ist in Rheinhessen, ja? Nackenheim, okay. Ja, ich weiß nicht, kennen Sie Mainz am Rhein? Nein.
Aha, also da sind wir in der Nähe sind wir. Ach so, ja, ist ja egal. Ja, und unser Probierpaket, da sind also 9 unserer besten Weine drin, ja. Ja. Das gibt's für Sie zum Probierpreis, also mit 20 Euro Rabatt, also 20 Euro billiger, ja. Für wie viele Flaschen? Da sind 9 Flaschen drin. Für 20 ja. Euro, geil. Nee, Sie haben mich falsch verstanden. Das ist zwar, das Paket kostet normalerweise 120 Euro, ja. Und Sie kriegen es aber 20 Euro billiger, also für 99,80 Euro. Ja? Ah, ist das Gorbatschow oder Putinow? Bitte? Ist was? Das Gorbatschow oder Putinow? Ja, was für Wein trinken Sie denn? Trinken Sie lieber einen trockenen oder einen lieblichen? Wodka. Sie trinken Wodka? Also ja. Sie trinken keinen Wein? Doch, aber ich hätte jetzt lieber noch einen Wodka. Aha. Müsste ich mal gucken, ob wir da was im Sortiment haben? Na. Weil das reicht nicht mehr lange. Aha. Ich guck grad mal, ob wir was da haben. Na. Aha, Moment. Sonst ist Whisky auch in Ordnung. Bitte? Sonst Whisky auch Ordnung. Aha. Moment. Dabei. Einen Moment. Nee, also das haben wir nicht. Wie bitte? Hallo? Ja, nee, also Wodka haben wir nicht. Kein Wodka. Was haben Sie? Starke Wein? Ich weiß nicht, trinken Sie Sherry? Ja, ist so süße, oder? Bitte? Ist das sowas Süßes? Ja, also Sie trinken lieber was Trockenes? Da. Aha. Wie viel kostet? Also der Sherry. Das russische Bazar. Aha. Also der Sherry, der kostet die Flasche 16,50 Euro. Wie viel ist drin bei einer Flasche? Warte mal Gott. Ah, blöd. Weißt du, wie viel beim Sherry drin ist? Wie groß die Sherryflasche ist? 0,75? Moment. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich guck grad, das steht hier gar nicht dabei. Ach so. Ach so. Okay, ich gib mir die Flasche, Suka. Also wie gesagt, eine Flasche kostet 16,50 Euro. Also ich glaube, so für eine Stunde reicht noch, aber dann wird knapp. Mhm, mhm. Da. Also müssen wir langsam einen Weg finden. Aha. Ja. Ja gut, so schnell können wir sowieso nicht liefern. Das dauert 7 bis... Hallo? Madame? Hallo? Blöd, kannst nicht auflegen. Nochmal anrufen. Ja, hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag, Nadino. Ja, mein Name ist von der Vericon. Ja. Weil ich bereits mit dem Herrn Rake Stasin. Ja, hallo? Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ja. Ich melde mich bei Ihnen bezüglich den Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen. Ja, können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen? Sie sind sehr leise. Es geht um die Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen. Jetzt ist es viel besser. Vielen Dank, jetzt kann ich Sie gut hören. Super. Also, ja. Herr Deisen, Sie haben sich auch für die Bonuszahlungen der Krankenkassen informiert, wollten unverbindlich Infos. Geld haben. Und
richtig, da wollten wir fragen, ob Sie schon mal Bonus von der Krankenkasse erhalten haben. Ob ich schon mal Bonus bekommen? Nee, habe ich noch nicht bekommen. Immer nur Rechnung haben. Bei welcher Krankenkasse sind Sie? Wie bitte? Bei welcher Krankenkasse sind Sie denn? Wir sind bei AOK. Und wie lange sind Sie bei der AOK? Na, 30 Jahre. Und dann haben Sie ja vieles verpasst, weil Bonus gibt es seit 7 Jahren. Bei einigen Krankenkassen bekommt man sogar bis zu 700 Euro. Oh, haben Sie das vielleicht mitbekommen? Nee, da hat mir keiner sagen. Dann habe ich auch nichts bekommen. Dann ist es ja höchste Zeit, dass Sie etwas erhalten, Herr Dalsim. Ja. Weil ich habe mich heute bei Ihnen gemeldet, damit ich Ihnen aufzeigen kann, was Sie für Möglichkeiten haben. Ja, Sie bekommen gut. Das auch schriftlich, entscheiden dann natürlich, ob und wie wir weitermachen. Und was wichtig ist, der Vorgang, der ist kostenlos und unverbindlich. Sehr gut, sehr gut. Also Informationsanruf. Richtig. Ja. Also was ist Ihnen, Herr Dalsim, eigentlich wichtig bei einer Kasse? Worauf legen Sie einen großen Wert? Dass ich Hilfe bekomme, wenn ich krank werde. Und was für Erfahrungen hatten Sie bis jetzt mit der AOK? Ja, also ich konnte zu Arzt gehen, wenn ich wollte, und das ist sehr gut. Das freut mich. Ja. Nehmen Sie denn die AOK öfters in Anspruch oder ist es eher umgekehrt? Wie meinen Sie? Also, dass Sie jetzt öfters krank sind oder gibt es Momente, wo Sie zum Beispiel ein ganzes Jahr lang die Krankenkasse nicht benötigen? Nicht ganze Jahr nicht. Also ein, zweimal bei Jahr, dass man richtig kaputt, aber ansonsten eigentlich immer gut. Freut mich. Haben Sie denn vielleicht einen Teil von den eingezahlten Beiträgen von der AOK bekommen? Nein. Ich habe auch mal, nicht. Wir haben mal eine Lavalampe bekommen. Bonus-Treuepunkte Lavalampe. Okay. Ja. Nur die Lavalampe haben Sie bekommen. Eine Lavalampe und meine Frau hat ein Besenset bekommen. Mhm. Ja. Aber ich wollte auch ein Besenset haben und ich habe Lavalampen bekommen. Ich habe dann, ja, aber das ist sehr groß, Lavalampen, 63 cm und sehr viel Strom verbrauchen. Oh ja, dann haben Sie noch mehr Kosten als zuvor, oder? Ja, das ist richtig. Aber immer bei mir Leute anrufen, die wollen mir Stromvertrag machen und irgendwann ist der Richtige dabei und dann kann man den Lavalampe wieder anmachen. Richtig. Ja, das ist sehr gut. Ist es für Sie wichtig, Herr Dalsim, dass Sie durch die Krankenkasse Kurse bezahlt bekommen, Massagen, Rückentraining, Entspannungstherapien, damit Sie einfach Ihr Wohlbefinden aktiv verbessern können? Ja, Massage immer sehr gut, weil wir haben so, Asia-Massage. Mhm. Aber den will die Krankenkasse nicht bezahlen, weil er weiß nicht warum. Sie meinen jetzt die Akupunktur? Nein, Massagen. Massage. Massage. Mit den Händen, okay. Mit Steinen, mit Öl, mit Buttplug, mit. Sie wissen, was ich meine. Aha, okay, okay. Ja. Es gibt Krankenkassen, Herr Dalsim, die uns auch helfen, was die Kosten beim Zahnarzt betrifft oder Gott behüte bei Pflegebedürftigkeit. Wo kann ich für Sie einen Haken setzen? Einen Haken? Was wollen Sie machen? Also wo kann ich für Sie einen Haken setzen? Was ist Ihnen wichtig, dass man Ihnen bei den Kosten beim Zahnarzt hilft? Ja, oder? Natürlich. Auch, okay. Wer ist denn alles mit Ihnen versichert? Wir sind bei AOK. Mhm. Ja. Wer ist alles versichert bei der AOK? Mein Sohn, mein anderer Sohn, der andere Sohn, noch ein anderer Sohn, der Tochter und meine Frau. Okay. Gibt es Punkte, mit denen Sie mit der AOK nicht zufrieden sind, was Sie gerne anders hätten? Ja, ich mag nicht den Harald, der ist bei der Laden, der ist sehr unfreundlich. Das heißt, der Service ist nicht so gut bei der AOK? Nee, ziemlich beschissen, wenn man das so sagen soll, wie das ist. Okay. Ja. Man sollte auch die Meinung sagen, natürlich. Ja, kann man dabei Sie eine Beschwerung machen, weil Sie ja den Vergleich durchführen, dass Sie das aufschreiben, den Harald Arschloch und solche Sachen? Wie heißt der Mann, der bei der AOK arbeitet? Der heißt Harald. Harald? Harald. Okay. Darf ich fragen, kommt denn für Sie dann ein Wechsel der Krankenkasse in Frage, wenn das für Sie Verbesserungen bedeutet? Ja, das kommt ja ganz drauf an. Was kann man dann bekommen? Man kann auf jeden Fall vieles verbessern, Herr Dalsim. Obendrauf haben Sie die Möglichkeit, bessere Zusatzleistungen zu bekommen, Bonus für jedes Jahr. Ja, wie ist und das natürlich denn? Weil wir brauchen ja jetzt, wir haben
bei Indien mit der Karma. Das ist, brauche ich noch einen mit, haben Sie vielleicht mal hören mit, dass man muss die Wohnung so einrichten, weil sonst alles schrecklich werden. Wir brauchen noch mehr Lavalampen. Haben Sie Krankenkasse, wo kann man Lavalampe kriegen? Nee, das habe ich leider nicht. Also eine Krankenkasse, die Lavalampen als Bonus gibt, das habe ich leider nicht. Aber passt es hin, dass ich Ihnen vielleicht Informationen per E-Mail zusende? Nee, Sie können mir lieber erzählen, weil kann ich nicht so gut Deutsch lesen. Achso, okay. Ja. Weil ich persönlich möchte Ihnen, Herr Dalsim, die BKK Mobile Oil empfehlen. Okay. Also eine Mobile Oil, das ist eine neue Krankenkasse. Neue Krankenkasse? Dass Sie die Krankenkasse wechseln, Herr Dalsim. Wann wurde denn gegründet? Jetzt neu machen? Nee, die ist auf dem deutschen Markt seit 1932. Die kommt aus der Ölindustrie. Ist das von Hitler? Somit ist sie Bitte? Ist das von Hitler? Nee, das ist keine Krankenkasse von Hitler. Das ist okay. Das ist eine gesetzliche Krankheit. Jetzt hat sie auflegen. Zu viel Lachen wegen Hitler. Oh mein Gott, sehr schade. Aber wieder mal BKK Mobile Oil bei Vericon. Und ich habe euch doch versprochen, dass sie ihn immer sagen werden. Bitte like und subscribe machen und dann werden wir noch mehr BKK Mobile Oil Kunden werben. Vielen Dank und auf Wiederhörung. Ja, hallo. Hallo? Hallo? Ja, Krüger, hallo, vom WWF Deutschland. Hallo. Spreche ich mit Herrn Dimitri Bagatov? Ja, richtig, hallo. Das ist schön. Und zwar haben Sie bei einem Gewinnspiel mitgemacht, 123gewinner.com, und haben dort eine Frage beantwortet mit, ja, ich möchte vom WWF weitere Informationen erhalten, Herr Bagatov. Das war am 17.02. Interessieren Sie sich denn für den WWF, für die Natur und für den Erhalt bedrohter Tierarten? Gewinnspiel, sagen Sie? Ja, haben Sie haben da was ausgefüllt. Oh, ja, ich weiß, das war so eine kranke Nacht. Wir haben gesoffen wie den, wir haben gesoffen wie den Kamelen und dann irgendwann haben wir... Ja, tut mir leid. Oh, bitte nicht platzen, okay? Kannst du bitte nicht platzen? Das ist gut. Ja, also wir haben überall anmelden, jetzt schon dreimal Leute angerufen, sagen, ich habe Auto gewonnen, ich habe Reise gewonnen. Das war eine gute Nacht. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Was habe ich bei Ihnen gewonnen? Nein, gewonnen haben Sie bei uns nicht. Oh. Nein, ich kann Sie beruhigen, haben Sie nicht gewonnen. Schade. Aber warum? Aber ich Sie wollte, mir wenigstens ich wollte, eine Flasche Wodka geben? Ja. Ich rufe an, weil wir sind ja ein unabhängiger privater Naturschutzverein, sag ich mal, ne? Groß, ganz groß. Da. Und Sie kennen unsere Arbeit wahrscheinlich, ja? Mal bei Fernsehern was gesehen, bei Tierschutzpark. Und darum geht's ja, genau. Und wir brauchen jeden Euro. Also Sie haben nicht gewonnen. Ich wollte gern Geld von Ihnen haben, wenn es geht. Ja, vielleicht kann ich, wenn wir das nächste Mal saufen, und das kann nicht lange dauern, dann kann ich ja ihr Firma überall eintragen, dann gewinnen Sie auch ein Auto. Und dann können Sie mit Chevrolet, werden Sie bei Fuchsfarm durch die Zaun fahren und die ganzen Tiere retten. Oh Gott. Also, Sie haben viel Spaß. Echt gut drauf. Ja, natürlich. Ich habe seit 2 Stunden Feierabend. Wir haben schon wieder 2 Flaschen leer machen. Wodka oder was sind Sie da am Sippeln? Nee, Wodka von gestern nichts mehr übrig. Wir trinken Korn. Schmeckt wie Scheiße, aber hilft sehr gut. Was trinken Sie da? Korn. Oldeslohr. Kennen Sie? Nee. Oldeslohr Korn. Schleichwerbung. Ach, Oldeslohr Korn. Schleichwerbung. Ach so, okay. Ich muss dazu sagen, nicht damit den Leuten denken, wir werden nicht Sponsoring von denen bekommen. Nein, nein, also mit Korn würde ich mir nicht mal die Füße waschen, ganz ehrlich. Was trinken Sie denn? Was trinken Sie denn gerne? Ich trinke Wein oder Bacardi Oka. Oh, Wein. Vorhin hat mich auch einer angerufen von Weinfahren. Da haben wir uns wohl auch eingetragen. Der wollte mir Wein verkaufen. Ja, aber so ein Stäßchen. Ja, aber der hatte nichts über 10% und damit ist der nichts, bringt dir nichts. Das kannst du ja, da musst du ja literweise trinken. Das ist ja nichts gut.
Ja, ja, dann passen Sie mal schön auf sich auf, sonst sind, haben Sie ja nur solche komischen Anrufe, wa? Ja, also irgendwie macht ja auch Spaß, weißt du, da rufen Leute an, du denkst, irgendwo habe ich schon mal gehört, aber du kannst dich nicht erinnert machen. Ah, blöd, das ist so schlimm. Wir müssen mal Party machen, wo ist euer Callcenter? Da komme ich vorbei. Also Sie sind immer bei Lachen, mit Sie kann man bestimmt gut Party machen. Ja, Party machen kann ich wohl, Ja, warum nicht? Wissen Sie nicht? Sind Sie zu betrunken? Wissen Sie nicht mehr, wie sind Sie zur Arbeit gekommen? Wir hören jetzt auf, ne? Warum? Beruhig dich doch, hallo. Hallo. Ich wünsche Ihnen alles gut und viel Spaß noch. Ja, wissen Sie nicht so viel. Ich wollte euch doch helfen mit den Meerschweinchen. Alles gut. Hallo, nicht auflegen, Bamuschka. Was kostet das bei euch, mitzumachen? Also, Sie können bei uns eine Spende machen. Aha. Also kann man ja, nicht, also mit 5 Euro im Monat, wenn Sie wollen, oder 10, den Tieren halt helfen, ne? Da. Und habt ihr dann auch so Treffen, wo kann man da hinkommen? Treffen? Ja, so Demo und solche Sachen? Demos haben wir nicht, nein. Oh, aber Mitglieder-Treffen, das kann man machen, genau. Ja, wie oft wird das stattfinden? Einmal im Jahr. Nur einmal bei Jahr? Ja. Dann aber hoffentlich wie Festival über ein paar Tage. Oder nicht? Weil dann müssen wir ja, weißt du, wenn wir Partybus voll machen, dann muss ich ja lohnen, den Weg zu machen. Ja, das ist ja kein Partybus. Ja, wir haben Partybus. Soll ich Ihnen ein Foto schicken von Party? Sie können mir kein Foto schicken. Ja, warum nicht? Weil ich im Callcenter bin. Ja, Sie haben doch bestimmt ein E-Mail oder ein Facebook oder ein Telefon. Nein, das darf ich nicht machen. Soll ich Ihnen mein Facebook geben? Da können wir mal Party machen. Ja, gib mir mal den anderen da, der im Hintergrund über mich redet. Was heißt denn Ihre E-Mail? Big Dick Bagatov. Big Dick Bagatov. Also Dicker Schwanz Bagatov. Genau. Oh mein Gott. Ja, der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Ja, hallo. Hallo? Hallo, schönen Abend, Dietelberg von den Stromwerken. Ja. Bin ich dich bei Kur? Ja, Rakesh Kur hier, hallo. Super, und zwar geht es darum, Sie hatten ja vor einiger Zeit mal Ihren Stromtarif optimiert bekommen. Was habe ich bitte? Fragen, Ihren Stromtarif vor einiger Zeit optimiert bekommen. Und wollten fragen, ob denn da alles in Ordnung war. Wann ist das gewesen? Das war vor knapp einem Jahr. Das war die Senkung Ihrer Netzkosten über die Stadtwerke Husum. Habe ich das damals mit Ihnen gesprochen? Weil ich habe immer so viele Leute am Telefon, ich kann mich gar nicht erinnern. Nein, das hat damals die Stadtwerke für Sie gemacht. Ach so. Und jetzt wollen Sie das wieder machen? Genau, wir rufen jetzt erstmal an zu fragen, war denn bisher auch alles in Ordnung oder gab es irgendwelche Probleme? Also das ist, wir hatten letzte Woche, da habe ich mich auch, rufe Sie an wegen den Beschwerde, weil da ist der Strom weg gewesen. Sind Sie denn Manager? Nee, also wir arbeiten. Wenn ich der Manager wäre, dann würde ich nicht mit Ihnen telefonieren. Ja doch, ich habe ja geschrieben, ich möchte mal mit einem kompetenten Mensch reden. Kompetent bin ich. Sehr gut. Also was, aber Sie rufen nicht wegen Schadeersatz an? Nee, das leider nicht. Ach so, weil das... an die Schadensersatzteilung wenden. No, weil ich habe... um so kurz zu erklären, worum es ging. Ja, das sind da solche... Es gab Unwetter in der Zeit und dadurch ist eine Stromleitung beschädigt worden. Ja, das habe ich gemerkt. Und dadurch waren Sie nicht der Einzige ohne Strom. Aber das ist ja nicht deswegen gewesen. Die haben was gemacht bei den Leitungen und haben einfach den Strom abgestellt und da ist der Computer kaputt gegangen. Okay, dann gebe ich einen Tipp. Sie haben ja die Kundennummer von Ihrem Strom, steht die drauf und dann lassen Sie sich in die Schadensersatzteilung weiterleiten und sagen, wie das denn da aussieht. Ja, dass bei Ihnen da kaputt gegangen ist und dann müssen Sie da normalerweise auch eine kompetente Mitarbeiter von der Schadensersatzabteilung dann auch verlangen. Ja, darauf warte ich ja gerade. Nicht mehr, aber heute sind die schon zu. Rufen Sie einfach selber dort an. Da habe ich ja schon gemacht. Ist immer, Manager nicht da, nicht da, nicht da.
Und ich glaube langsam, dass der, den ich am Telefon habe, ich glaube, der ist es gewesen. Der will nur den Schaden nicht bezahlen. Und darum die immer wegdecken. Das ist möglich. Also wie gesagt, ich kann nur raten, dass sie da nochmal anrufen, nochmal ein bisschen Druck machen. Ja. Vielleicht auch, werden sie vielleicht auch mal ein bisschen lauter, manchmal hilft das. Ja, ne, das kann man nicht machen. Ja doch, wenn sie nicht hören wollen, dann drohen sie einfach mit einem Wechsel. Glauben Sie mir, dann sind sie ganz schnell, kümmern die sich um ihre Belange. Womit drohen sie einfach mal nur mit einem Wechsel. Mit einem Wechsel drohen. Wechsel, okay. Dass sie den Stromanbieter wechseln möchten, wenn das nicht demnächst geregelt wird. Und glauben Sie mir, wie schnell die dann sind. Das kann man ja mal probieren. Probieren Sie es mal so, vielleicht funktioniert. Sehr gut. Wenn was sein sollte, können Sie sich ja gerne auch nochmal bei mir melden. Ja, und was wollten Sie jetzt bitte machen? Eigentlich zu fragen, ob damals die Optimierung gut verlaufen war. Ja. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich mit der Aktion, die jetzt davor war. Wie gesagt, klären Sie erstmal das. Und wenn Sie das geklärt haben, können Sie sich ja gerne dann auch nochmal bei mir melden. Ja, das ist ja schon in Klärung. Ich warte ja nur noch auf die Rückruf von denen, weil die... Deswegen gebe ich einen Tipp, rufen Sie dann selber nochmal an. Ja, das ist sonst ja schon... Die wollen ja nur noch... Nee, die wollen ja nur noch den Rechnung haben. Das musste ich raussuchen. Und dann ist das ja alles gar kein Problem. Dann suchen Sie die raus und dann melden Sie sich bei denen nochmal. Ja, habe ich schon gemacht. Dann und was sollen wir jetzt machen? Wir gar nicht. Also bei uns geht es, wie gesagt, um die Optimierung gut verlaufen. Da haben Sie ja gesagt, dass das gewesen ist. Ja. Das war eigentlich auch schon meine Arbeit. Und dann weiß ich für Bescheid. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Warte mal. Wollen Sie jetzt gar nicht Strom mit mir wechseln machen? Nee, ist ja bisher noch nicht nötig. Strom haben Sie ja noch. Erst dann müssen Sie das Problem geklärt haben, ja, weil dass wir dann gucken können, dass wir dann wieder was Günstigeres kriegen. Weil das ist ja schon ein bisschen komisch, weil Sie haben ja gesagt, vor ein Jahr haben wir das gemacht. Ja, genau. Das war ja damals die Tarifoptimierung erstmal. Das Problem ist, dass wir bei Ihnen jetzt erstmal noch keine Tarifoptimierung durchführen, solange das aktuelle Thema, das Sie da haben mit dem Schadensersatz, noch nicht vom Tisch ist. Ja, aber Erst wenn das vom Tisch ist, können wir wieder nach einer neuen Optimierung durchschauen. Immer alles nacheinander. Ja, aber das ist ja alles nicht richtig. Ja, aber ich kann ja nicht machen, weil solange diese Sache bei Ihnen noch offen ist, solange dieses Thema noch nicht geklärt ist, kann ich Ihnen noch nichts anbieten. Nee, das haben wir noch nicht. Ja, aber ich meine, das alles, was Sie sagen, ist gar nicht richtig. Ich habe das vor einem Jahr gar nicht gemacht. Das haben ja auch nicht Sie gemacht. Ja. Das wurde für Sie gemacht von Ihren Stadtwerken. Ja, soll ich... Die Senkung Ihrer Netzkosten, da konnten Sie nicht viel machen. Ja, jetzt darf ich Ihnen eine Beichte machen? Sollen Sie gerne machen. Ja, diese Name und den Adresse und die Telefonnummer, das gibt es erst seit ein paar Tagen. Wir machen so Test für Betrüger Callcenter. Okay. Das heißt, ich kann das vor einem Jahr gar nicht gemacht haben. Und Sie rufen auch von so einer Firma an, die den Leuten einfach irgendeinen Quatsch erzählt, damit die Vertrag machen. Sonst hätte ich einen Vertrag angeboten. Und ja, das habe ich ja nicht gemacht. Oder habe ich heute irgendwo einen Vertrag angeboten? Ja, wo haben Sie denn meinen... Ich frage, ob das da alles in Ordnung war. Wo haben Sie denn meine Telefonnummer her? Sie haben sich damals registriert auf einer Seite, die hieß jobpreis.de. Ja, siehst du, da kommen wir mal doch dahin. Das ist also von Gewinnspiel und nicht von Stadtwerken. Warum? Ich bin ja auch nicht die Stadtwerke. Ich habe nie gesagt, dass die Stadtwerke sind. Ich sagte, ich bin von den Stromwerken. Ja, und ich habe vor einem Jahr eine Optimierung gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Sie rufen bei den Leuten an, laut das Erste, was sie... Laut steht das so drin. Ja, dann hat er... Ich kann nur das sagen, was mein Computer mir sagt. Können Sie mir ein Screenshot schicken? Ich jetzt Feierabend habe, sicher nicht. Und ich darf Ihnen sicher nicht von unseren Systemen firmeninterne Sachen schicken. Ja, aber da stehe ja falsche Sache von mir drin. Also wenn Sie selber in der Firma arbeiten, müssen Sie das aber normalerweise auch wissen. Ja, aber das stimmt ja nicht, was da drin steht. Also entweder wird der Computer gelogen, der Chef hat gelogen oder Sie haben gelogen. Aber irgendwer hat mich jetzt angelogen. Ich kann Ihnen nur das vorlesen, was ist. Wie gesagt, wenn das nicht stimmt, dann kein Problem. Ich kann Sie auch gerne aus dem System rausnehmen. Nee, das ist alles kein Problem. Ich möchte da sehr gerne drin bleiben, aber kann ich bitte mit dem Manager reden? Ist keiner mehr da, wir haben Feierabend jetzt. Kann ich mit Teamleiter reden? Ich bin auch nicht da, ich bin einer der letzten Mitarbeiter noch. Kann ich dann mit Azubi reden? Oder Putzfrau? Hast du Putzfrau, mit der kann ich reden? Wir haben ja auch keine Putzfrau. Müsste das selber machen im Callcenter? Nee, aber die kommt erst, wenn wir alle raus sind. No. Kommt erst zum 8.9. Das ist ja schrecklich. Also kannst du mich dann wieder... Der ist doch aber auch beknackt, wenn man arbeitet und nebenbei hat man eine Putzfrau, die da über den Tisch rumfährt. Das ist doch auch ablenkend. Das ist mal ganz ehrlich. Ja, das ist, wenn die gut aussieht, ist das doch nicht schlimm, dann lässt du das was runter... Gut aussehen tut sie. Ja, wie weißt du das denn, wenn die erst nachher kommt? Weil die nicht immer unsere Putzfrau war und ich unsere Putzfrau kenne. Ach so. Eine Freundin von mir. Ja, siehst du, dann musst du mal irgendwas runterfallen lassen und dann muss die sich bucken und dann kannst du Gucke machen. Alles klar. Kannst du mir noch gefallen tun?
Jetzt kommt's. Kannst du mich bitte wieder in... Na, ja, was wolltest du sagen? So, ich dachte schon, ich soll ein Foto von der Putzfrau machen. Nein, du kannst du meine Nummer wieder in den Pool reinwerfen, dass mich morgen wieder einer anruft? Kann ich gerne machen, gar kein Problem. Super, vielen Dank. Schreibst du, Kunde hatte keine Zeit bei Kommentarfeld rein? Alles klar, mach ich. Alles klar, wünsche dir schönen Abend. Auch so. Bis dann, tschüssi. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Eichner hier aus dem Hause Daydreams Hotel Service. Spreche ich mit dem Herrn Dimitri Bagatov? Ja, richtig. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Bagatov, Sie hatten vor ein paar Tagen an einem Gewinnspiel teilgenommen, beziehungsweise an einer Umfrage und angegeben, dass Sie sich für Hotelurlaub zum Sparpreis interessieren. Ich habe jetzt hier die Überraschung für Sie. Okay. Herr Bagatov, Sie erhalten von mir 6 Übernachtungen für 2 Personen in einem Hotel Ihrer Wahl. Gewonnen? Zum absoluten Sparpreis. Ist so gut wie geschenkt für einmalig 79 Euro. Für 6 Übernachtungen. 6 Tage? Für 2 Personen. Genau. 6 Tage und 2 Leute 69 Euro? 79 Euro 79. Einmalig, genau. Und wo ist der Kaken? Also, werde ich dann gefilmt und bei Internet reinkommen? Bitte? Wo ist der Haken? Werden die mich filmen und bei Internet reinsetzen oder warum ist das so günstig? Nein, 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 keine Sorge. Sie haben jetzt natürlich die Sonderaktion bekommen, also das günstiger als es das normalerweise bei uns gibt. Da, was? Unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir jetzt seit 20 Jahren mit Partnerhotels zusammenarbeiten und denen sozusagen garantieren, dass sie keine leerstehenden Hotelzimmer haben, da wir unsere Kunden sozusagen mitbringen. Okay. Und dadurch können wir das so günstig zu besten Konditionen natürlich weitergeben an Sie. Ja? Sie kaufen Restposten, Hotelzimmer und geben günstig weiter. Also Restposten kann man das nicht nennen. Ja, na doch, wenn das leer steht. Damit wir bieten das den Hotels an, damit die keine Leerstände haben, also vorweg. Ach so. Und kann man sich dann aussuchen oder muss ich jetzt nach Bayern fahren? Sie können sich das aussuchen. Die Gutscheine sind in Deutschland und Europa einzusetzen. Okay. Es stehen Ihnen 2000 Hotels zur Verfügung. Ja, ob das Spanien ist, ob das Italien ist, Frankreich, Deutschland, Sie entscheiden. Na, Frankreich, mehr, jetzt sofort bitte. Ja, sehr schön. Dann mache ich die Unterlagen direkt fertig für Sie, Herr Bagatov. Ja, da muss ich gleich meinen Chef anrufen. Wann kann ich fahren? Das entscheiden Sie alleine. Also Sie würden jetzt von mir die Hotelgutscheine zugeschickt bekommen? Ich dachte, Sie machen jetzt für mich eine Buchung. Achso, das machen Sie dann. Ja, also Sie können sich das alles selbst raussuchen. Ja, das ist Sie haben auf jeden Fall. Ja, können Sie mir empfehlen bei Côte d'Azur? Bei Côte d'Azur? Also wie gesagt, wir haben so viele Hotels zur Verfügung. Ich würde Ihnen das wirklich empfehlen, dass Sie sich das auf unserer Website dann anschauen. Ja, wie heißt denn? Die heißt Daydream, Tagträume auf Englisch. Gaydream, warte mal. Alter, warum schickst du mich bei Pornoseite? Bitte? Was soll das? Gay Dream. Das Dildo-Versand. Nein, 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 nein. Tag, Day, Dora. Oh, was Scheiße. Entschuldigung. aber Sie müssen auch mal bei Gay Dream gucken. Oh mein Gott. Jetzt krieg ich aber noch eine Woche extra, weil ich brauche Erholung von den Bildern, die habe ich gesehen. Oh mein Gott. Oh nein. Jetzt kennen Sie sich aus mit Computer? Ich muss ich Verlauf löschen, bevor meine Frau nach Hause kommt. Die denkt, ich bin homosexuell geworden. Oh mein Gott. Warte, muss ich gucken, wo ist Dann das? Geben Sie ganz schnell Daydreams ein. Kennen Sie bei Google Chrome, wie kann ich das löschen? Ganz oben in der Leiste. Da. Bei Verlauf. Wo ist das? Da oben. Genau, also ganz oben in der Leiste. Da haben Sie dann Einstellungen. Okay. Beziehungsweise steht dann Verlauf löschen. Okay, warte mal.
Oder sie gießen ganz rechts auf die... das ist nicht, wonach aussieht. Das ist Unfall gewesen. Ja, was guckst du schwule Porno an? Was hast du für Probleme? Ich werde deine Frau sagen. Alter, hör auf. Das ist wegen Telefon. Ich habe nichts gemacht. Du kannst dich überzeugen. Frag den Frau. Ja, hallo? Hallo? Was werden machen Sie sexy time bei Telefon? Ich werde seine Frau sagen. Ich werde seine Frau sagen. Nein, können Sie nicht sowas machen? Das war ein Missverständnis. Ja, das Missverständnis, dass ich das mitbekommen habe. Das kannst nicht sowas machen. Der hat 3 Kinder. Geh weg. Ich werde jetzt mit Sie reden. Halt die Klappe. Du brauchst gar nicht so gucken. Ich rufe gleich deine Frau an. Was soll das? Entschuldigung? Sie können nicht sowas machen mit verheiratetem Mann. Das ist nicht in Ordnung. Er hat falsch verstanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Jonathan, der hat gerade heute Geburtstag. Und jetzt muss ich seine Frau sagen, dass der Betrügung verschwinde. Können Sie, was heißt Ihr Firma? Gaydream, wie viel hat der Bestellung machen? Bitte, ich verstehe Sie nicht ganz. Wie viel hat er bei Sie, was hat er bei Sie Bestellung machen? Er bekommt Hotelgutscheine von uns. Für Sexshop? Nein! Ist das hier 24 Zoll Doppelpenis? Hat er das bestellt bei Ihnen? Nein, hat er nicht. Oh es geht Gott. Um die Hotelgutscheine. Könnte ich denn weiter mit dem Herrn Dimitri Bagatov sprechen? Ich glaube, der hat gerade andere Probleme. Ich werde das bei deinem Popo reinschieben. Hast du ein Problem? Du hast eine Frau, du Arschloch. Ja, kann ich dafür. Soll ich Ihnen den wiedergeben? Ja, bitte. Oh, Brett, was haben Sie gemacht? Mein ganzes Leben geht kaputt. Sagen Sie sowas nicht. Sie haben das doch bloß falsch verstanden. Das ist ein rachsüchtiger Inder. Das ist nicht in Ordnung. Blöd, das war keine Absicht, Mann. Es ist keine Absicht gewesen. Blöd. Ist doch okay. Herr Bagatov, beruhigen Sie sich bitte. Was soll ich beruhigen? Bei meinem Flachbildschirm ist dicke Schwanz zu sehen, aus Plastik. Weil Sie es falsch verstanden haben. Daydream. Oh, blöd. Können Sie mir E-Mails schicken und Erklärungen machen? Kann ich das meiner Frau zeigen? Ich habe ja Ihre E-Mail-Adresse gar nicht. Passen Sie auf, Sie können das doch Ihrer Frau ganz normal erklären, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Oh, das ist ein Problem. Ich habe sowas mal gemacht früher. Okay, also Herr Bagatov, jetzt nochmal zurück zum Thema. Blöd. Es geht um Ihre Hotelgutscheine. Haben Sie Romantik-Hotel, wo kann ich meine Frau hinschicken? Ja. Wo ist das? Das haben wir. Sie können alleine entscheiden, wie gesagt. Ich würde Ihnen jetzt die Unterlagen fertig machen, Herr Bagatov. Ach, und dann bekommen Sie die Hotelgutscheine, den Hotelkatalog und die Auftragsbestätigung und dann können Sie selbst entscheiden, wo es hingeht und wie Ihr Urlaub aussehen soll. Aber nicht, dass ich dann bei so einem Studio lande, wenn sie mich da hinschicken. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wir sind seriös und seit 20 Jahren Experten für regionale Kurzurlaube in Europa. Für anale Kurzurlauben? Ich glaube, Sie haben kein Interesse an den Hotelgutscheinen. Können Sie das nicht einfach direkt sagen? Soll ich Ihnen was mitbestellen? Okay, Herr Bagatov, ich bedanke mich vielmals für das nette Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kann ich nachher meine Frau sagen, das kann die bei Sie anrufen, dass Sie eine Erklärung geben? Natürlich. Ja, wie unter der gleichen Nummer kann man anrufen? Ja. Sehr gut, das muss irgendeine Lösung finden. Herr Bagatov. Sie machen sich lustig über mich, das ist nicht in Ordnung. Aber Sie haben doch nichts gemacht, Herr Bagatov. Nein, ich habe dicke schwarze Penis bei meinem Bildschirm. Weil Sie ein mit Wort zwei Enden verstanden haben. Und es ist ein Krümmung, wie ein Bananen. Herr Bagatov, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen ja, Sie den gut. Werde ich nicht haben, dank Ihnen. Auf Wiederhören. Blöd, ich hab Sie.